Hallo ihr Lieben, in diesem Video wird es mit euch neue limitierte Edition von Rivaldi Loop 2022 Aqua Lagoon in dieser wunderschönen Verpackung. Seid ihr gespannt? Ich auch. Dann bleibt ihr dran. Aus dieser ganzen limitierten Edition hat mich nur drei Produkte angesprochen. Natürlich diese wunderschöne, mit wunderschönem Design, Lidschattenpalette. Wow, seht ihr? Diese goldene Partikel, die fallen runter. Also wunderschön, ehrlich gesagt, genau für meine Kinder zum Spielen. Aber sie haben Gott sei Dank noch diese Palette nicht gesehen. Gott sei Dank. Die Palette enthält auch blaue Farbe. Genau meins. Ich habe mir gedacht, das ist ein Highlighter, aber hier steht Bake Blush. Also, sieht wie Highlighter aus. Deswegen wollte ich mit euch zusammen testen. Also mit diesem Serum habe ich meine Make-up heute angefangen, damit ich könnte schon sofort euch Feedback lassen. Wie ihr seht, es ist Glasflasche mit Pipette, besteht aus zwei Phasen. Ich habe jetzt direkt nach dem Serum meine Lieblingsfoundation von Charlotte Tilbury Beautiful Skin aufgetragen. Meine Favorit-Foundation durch das diese Serum. Ist ölig. Ich merke, dass schon hat Foundation-Textur beim Auftragen geendet. Ein bisschen ruiniert. Foundation sitzt auf meiner Haut. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dieses Wort jetzt falsch zu sagen. Also kacke aus. Ich weiß nicht, wenn ich habe jetzt wieder falsch gesagt, dann sage ich direkt, sieht kacke aus. Poren wurden betont, sie wirken jetzt breiter, man sieht Struktur meiner Haut mehr deutlicher. Foundation sitzt in die Poren, ganze Foundation sieht ölig aus. Also, wofür ist dieser Stress? Am besten, ich würde sofort gehen und das abwaschen und nochmal Foundation ohne das auftragen. Wahrscheinlich die beiden passen zusammen überhaupt nicht. Und zwar überhaupt ölige Textur passen meine Haut nicht. Und dritte ölige Textur für meine Haut mit Rosacea Cuperosa sind überhaupt nicht gut, weil die durch einen Film, was sie bauen auf dem Haut, also diese ölige, ja, ihr versteht, was ich meine, macht meine Haut mehr warm. Und dadurch wurden Poren mehr breiter und Kapillar, meine Gefäße durch Rosacea Cuperosa, wurden natürlich mehr rot. Deswegen normalerweise nicht gut, aber ich habe trotzdem einmal für euch getestet und auch dieses Mal reicht mir, gefällt mir nicht. Okay, nein. Und zwar hier, wie gesagt, Foundation wollte überhaupt nicht sich fixieren, auf die Nase nicht so gut fixieren. Hier, man sieht vielleicht, Foundation sitzt da in meiner Vertiefung. Hier ist schon abgegangen, ehrlich gesagt, hat nicht sich fixieren, wollte nicht fixieren. Ich habe erstmal mit dem Pinsel aufgetragen und dann mit dem feuchten Sponge das verblenden. Und übrigens, diese ölige Textur schon juckt auf meine Haut. Na gut, nichtsdestotrotz, ich würde Foundation nicht abwaschen, weil das ist zusätzliche Belastung für meine Haut. Jeder Reinigungsprozess reizt meine Haut. Dann brauche ich Zeit und wieder mit Pflege Haut beruhigen. Deswegen, den ganzen Make-up, was ihr werdet sehen in diesem Video, wurde dann auf diese ölige Serum sich basieren. Ja, ich habe natürlich Concealer aufgetragen. Ich habe ehrlich gesagt hier auf die Wange und hier auf dem Stirn ein bisschen aufgetragen. Concealer hat ein bisschen mehr mattiert und gleichzeitig hat meine Wange, wo ich habe euch gezeigt, wurde meine Haut durchschauen, zusätzlich abgedeckt, weil Concealer immer ist mehr pigmentiert. Dadurch könnte doch meine Make-up einigermaßen retten. Sieht jetzt nicht so kacke aus. So, ja. Bin ich immer noch nicht zufrieden, aber es ist schon viel besser. Ich habe heute morgens bei meiner Pflegeroutine Fehler gemacht. Vor dem Make-up, normalerweise ich benutze andere Augenpflege. Ja, ich habe leichte Gel benutzt. Und deswegen, seht ihr, sieht jetzt Concealer mit Puder überhaupt nicht gut aus. Normalerweise, das ist Concealer und was ich für Puder benutzt habe, bei mir immer sitzt top aus. Aber ja, wie gesagt, ich habe auch schon oft gesagt, dass Pflege meistens ist das wichtige Base unter dem Foundation, Concealer. Hängt unsere Make-up, wie sieht Make-up nachher aus. So, okay, diese Fehler habe ich gemeldet, deswegen wundert er sich nicht, warum es plötzlich so viel Falten und sieht so trocken aus. Okay, dieses Serum... Als Pflege brauche ich das nicht, also, und zwar für meine Haut mit Rosacea überhaupt nicht gut. Und als Base für Make-up passt in meine Situation mit diesem Foundation, was ich liebe, auch
passt überhaupt nicht. Weiter, ich wollte jetzt mit euch diese Blushes auftragen, aber wie gesagt, für mich das ist ein Highlight. Der Big Blush Highlighter, also seht ihr, das ist Blush und Highlighter, lässt mit den drei perfekt aufeinander abgestimmten Nuancen jeden Look strahlen. Verleiht sie den Make-up mehr Dimension und betont sie ihren Hautton mit funkelnden Highlights Daily Glow. Okay, probieren wir. Sieht ehrlich gesagt wunderschön. Also ich würde jetzt zusammen alle Farben mischen. Für mich ist es Highlighter mit rosigem Unterton. Obwohl Struktur von diesem Highlighter fühlt sich sehr trocken, aber sieht sehr fein aus. Dezent, keine grobe Schimmerpartie. Sehen wir, wie sieht das auf meinem... Oh, das ist so warm, es tut mir leid. Ich versuche Luft holen. Na gut, sterbe ich doch nicht. Wo ist mein Lieblingspinsel von Nabla? Yes, habe ich. Die Produkte von Nabla, ihr könnt, ihr wisst ja, auf Purish Online Shop mit meinem Rabattcode Natalie mit 15% kaufen und sparen. So, kleine Werbung, aber ja, wenn man könnte sparen, warum nicht? Und das ist eine tolle Online Shop. Ich gehe tatsächlich erstmal durch alle Farben. Ich weiß nicht, ob ihr seht, es ist staublich. So, dann fangen wir. Tatsächlich sehr fein. Sowas liebe ich sehr. Und besonders im Sommer finde ich auch sehr toll. Aus dem Grund, dass wir schon zu viel durchschwitzen. Natürlich hier Glow haben. Deswegen, wenn man hat etwas Dezentes, das sieht dann nicht so ölig aus. Wisst ihr? Selber Highlighter gefällt mir. Seht ihr? Also leichte, sehr schöne, erwachsene Highlighter. Wenn man gerade guckt, dann, ich denke, man sieht Streifen nicht, Graustreifen. Ein bisschen vielleicht hier an die Seite, so sieht ein bisschen dreckig aus. Wahrscheinlich, man muss erstmal Highlighter auftragen und dann Bronzer. Ich bin jetzt gespannt, ob man könnte diese Roséfarbe direkt ein bisschen so auf die Wange auftragen. Oh nein, oh nein, oh nein. Also das ist Highlighter, das ist keine Blush, nein. Was mir natürlich noch hier gefällt, man könnte jede Farbe auch getrennt benutzen, wenn man doch braucht ein bisschen mehr dunkle. Ja, es sieht so rosé beige und auch richtig schön rosige Farbe. Man könnte drüber auftragen. Also rosige Farbe gefällt mir und hier haben wir die dritte Farbe, Champagner Farbton. Dann würde ich hier auf meine Nase so leicht auftragen. So ein bisschen und schaut ihr, ich wollte für euch Swatches von jeder Farbe noch extra machen. Wo kann man natürlich auch Highlighter auftragen, in meiner Situation, bei offenen Dekolleté. Highlighter ist nicht etwas so Besonderes, Außergewöhnliches, einfach nur schöne Highlighter, aber ich würde nicht sagen, das muss man unbedingt haben, außer natürlich, wenn man will, ja, für seine Schminksammlung noch in diesem Design was haben. Ist nicht schlecht, aber wie gesagt, nicht was Außergewöhnliches. So, jetzt Lidschattenpalette. Also die ist tatsächlich wunderschön für besondere Leute, diese, wie sagt man, Sammler, ja. Als ein Sammlungsstück ist wunderschön. Da sind auch blau. Und seht ihr, auch diese blau Partikel mit Gold zusammen wurde gemischt. Also tatsächlich gefällt mir. 9 Gramm insgesamt von Lidschatten. 9 Farben. Übrigens, die ganze Kollektion ist vegan, in China gemacht. Schwer, sieht so einigermaßen, ich weiß nicht, hochwertig aus, also mir gefällt. Natürlich durch hier diese Muster, Spiegelseite ist tatsächlich sehr schwer. Spiegel ist groß. Die Farben in Palette finde ich sehr interessant. Natürlich haben mich Blaufarbe angesprochen, aber ich finde auch diese Farbe sehr schön, oder? Also, das ist etwas Pfirsich, Korallfarbe. In dieser Palette gibt es 6 matte Farbe und 3 mit Schimmer. Das ist natürlich immer ein großer Vorteil für Anfänger und wenn man hat Schlupflider. Ich wollte heute 2 verschiedene Augen schminken. Eine mit Blaufarbe und andere mit dieser warmen Farbtone. Wir fangen langsam mit Blaufarbe an. Ich habe schon Rouge aufgetragen, weil so, ja, das war keine Rouge, das war Highlighter. Ich sehe, dass Pigmentierung ist sehr gut, aber Blaufarbe ist insgesamt immer komplizierte Farbe. Deswegen könnte von Anfang an ein bisschen fleckig aussehen. Muss man natürlich aufbauen. Probiere ich mit dem anderen Pinsel. So, vielleicht doch besser.
Auf meinem beweglichen Lid, ich habe keine extra Base für Lidschatten aufgetragen, außer natürlich Concealer und mit Puder gesettet. Blaue Farbe lässt sich sehr gut auftragen und ausblenden und übrigens lässt sich sehr gut ohne Fleck auftragen. Also das gefällt mir richtig gut. Blaue Farbe mit Satin. Probiere ich mit dem Pinsel hier weiter auftragen. Funktioniert auch mit dem Pinsel sehr gut. Wenn man will, mehr Intensivität mit Finger funktioniert immer besser. Wow. Diese Farbe ist wunderschön, oder? Ja, super beim Auftragen. Sitzt nicht fleckig. Wunderschön. Und die Farbe selber. Gleiche Farbe mit Satin. So diese Blau trage ich weiter. Braune, matte Farbe. Probiere ich auch mit dem Pinsel. Hier. Ui. Vielleicht das war nicht so gute Idee. Nein. Obwohl, es sieht interessant aus. Na gut, zum Not kann man mit Blau wieder zurück korrigieren. Nee. Ich experimentiere weiter. Immer noch diese braune Farbe, matte, probiere hier. Zum Not korrigieren, aber übrigens, nur so habe ich gelernt, um mich zu schminken. Immer experimentieren und ja, das macht Spaß. Zum Not, man könnte das abwaschen natürlich. Aber hier hat es, ich denke, einigermaßen gut geklappt. Mit diesem Pinsel, wo habe ich matte braune Farbe, versuche ich hier auch oben fein blaue Farbe ganz leicht hier nur die Grenze ausblenden. Also ich bin begeistert, ich bin von blaue Farbe begeistert. Wisst ihr, blaue Farbe normalerweise im Arbeiten sehr schwer kompliziert könnte sein. Zum Beispiel, ich habe Lidschattenpalette von Natasha Denona Metropolis und da blaue Farbe. So kompliziert, mit Flecken sitzt, man muss aufbauen, also beim Aufblenden, man muss aufpassen, man könnte so viel Dreck machen. Aber hier, Rival de Loup hat das richtig gut hinbekommen. Das schon für Drogerie, großer Respekt. Und das für dieses gilt. Okay, weiter. Ich benutze wieder diese matte braune Farbe. Diese Farbkombination gefällt mir so, so sehr. Matte, ganz dunkle blaue Farbe. Auch weiter hier ein bisschen verblenden. Nach vorne. Also mir gefällt das sehr viel matte Farbe. Wie gesagt, wenn ihr Schlupflider habt, dann wird das für euch viel einfacher, damit zu arbeiten. Ja, gefällt. Braune matte Farbe. Dann mache ich hier auch leicht drüber. Hauptsache rechtzeitig Stopp machen, bevor man wird hier Dreck aufbauen. Übrigens, wie euch am besten gefällt, wenn ich schminke zwei verschiedene Augen, wenn ich etwas für euch Neues teste, oder ihr macht gerne, wenn ich mich schminke, dann gleichzeitig mit gleicher Farbe, ich meine, ja, mit gleicher Farbe beide Augen. Na gut, das gleiche braune matte Farbe unten hier. Und gleichzeitig ausblenden. Ich nehme jetzt diese ganz helle Himmelfarbe mit dem flachen Pinsel und dann trage ich hier in meine inneren Winkel auf. Selber mit dem Pinsel ist super Qualität, super Pigmentierung, super Farbabgabe. Bombe. Klasse, gefällt. Total. Sehr gut. Sehr. Aber diese braune oben ist Katastrophe. Deswegen, sauber Pinsel zum Verblenden, gehe ich auf die braune Farbe. Also ich wollte nicht braune und blau zusammen verblenden. Das gleiche unten.
mit dieser ganz helle himmelblauen Farbe. Ich wollte meine innere Winkel, kann man sagen, umrahmen, ein bisschen weiter zur Naserichtung gehen. Dann diese Farbe mit Satin-Finish. Also das ist keine richtige weiße Farbe. Hier ist, weiß nicht, so goldblau, Unterton. Ach, sehen wir, wie das auf den Augen wirkt. So, ich wollte dann natürlich hier drüber auf diese matte Himmelfarbe noch mit Satin natürlich auftragen. Schnell mache ich Pinsel zwischendurch zum Verblenden sauber und gehe einfach hier, um das akkurat alles ausblenden. So, ich würde sagen, diese Augen ist fertig. Ich brauche nur natürlich Highlighter unter meine Augenbrauen und ich nehme dieses Highlighter aus dieser gleichen Kollektion, limitierte Kollektion. Also ich habe diese beide helle Farbe zusammengemischt. Nee, das ist zu großer Pinsel, so geht da nicht. Ich nehme ein bisschen kleinere Pinsel, dann gehe ich unter Augenbrauen. Mache ich das gleiche jetzt gleichzeitig hier. Also diese Highlighter natürlich so staublich ist. Ich weiß nicht, ob ihr könnt das auf die Kamera sehen, aber es fliegt alles durch. So, das war aber ein bisschen zu doll, zu viel. Schwer mich zu bremsen, mein Gott. An die anderen Augen, ich würde warme Tone benutzen und natürlich fange ich mit diesem Pfirsich-Korallfarbe an. Wunderschöne Farbe. Fange erstmal auf meine diese Knochen zum Ausblenden auftragen. Dezent und richtig schön. Für Sommer Make-up zum Beispiel passt sehr, sehr gut. Weiter. Diese ganz intensive Orange-Braun Farbe, aber matt. Was ist natürlich sehr, sehr gut. Sehr schöne Farbe. Und Pigmentierung ist super. Sitzt nicht fleckig und sehr einfach im Ausblenden. Also diese Lidschattenpalette ist auch für Anfänger sehr freundlich. Jeder wird mit dieser Palette und mit der Qualität und mit dem Preis, ich denke, sehr glücklich. Die nächste Farbe, ich nehme hier mit Schimmer, wie mit goldener, rosige, beige Farbe. Und auch, ich sehe mit dem Pinsel sowas einfach auftragen. Übrigens, diese Farbe ist nicht einfach, richtig wunderschön. Also wisst ihr, nicht billig aussieht, so High-End. High-End-Qualität langsam bietet uns Drogerie und das ist sehr gut, weil letzte Zeit Preise sind so höher aufgestiegen. Gott sei Dank auf meinem Kanal, ich präsentiere euch meistens Drogerieprodukte und ihr seid damit glücklich und ich auch natürlich, weil ich schaffe das nicht alles aus High-End kaufen, um zu testen. Es wird für mich dann zu teuer. Aber wie gesagt, es ist super, dass Drogerie bietet uns so gute Qualität und ja, alle sind glücklich. Alle sind glücklich. Schaut euch diese wunderschöne Farbton mit dem Finger. Also mit dem Finger ist natürlich noch schöner aussieht, noch intensiv und diese Kombi, also die Farben, ja, sind zusammen alles super kombinierbar. Natürlich, ich mache Maximum Farbe auf eine Augen, aber man könnte ja nur zwei Farben benutzen und wird auch glücklich, ja. Also das ist nur für euch zum Testen, dass YouTuber versuchen so kreativ sein. Hier in meiner inneren Winkel diese Schimmer, helle Farbton, also das ist etwas zwischen Champagner und also es ist hier, ich denke, passt. Deswegen ganz bis nach vorne. Ich würde diese wunderschöne rosige Goldrosé Farbe auf meine ganze bewegliche Lid weiter auftragen. Ich probiere diese braune, matte Farbe hier in meiner Außenwinkel wie Buchstabe V auftragen, mit Hoffnung, dass diese Ecke könnte ich ein bisschen mehr dunkel tief machen. Ich sehe die Farbe selber durch hier. Deswegen mische ich die beide zusammen. Und wie gesagt, sitze ich hier wie Buchstabe V. Und gehe weiter. Ziehe ich diese Linie bis nach ganz nach vorne. Mit flachem Pinsel in meine Augenfalte. Also ich gehe nicht weiter, nur ich wollte meine Augenfalten mehr betonen. Tief machen, damit es optisch meine Schlupflider wurde nicht zu sehen.
Dann gleich diese matte, mehr rötliche Farbe trage ich auf meine untere Wimpernkranz. Was mir gefällt bei dieser Lidschatten, dass keine bei mir runterfällt, also macht meine Haut hier überhaupt nicht dreckig. Braune Farbe. Also mehr hier von außen. Also doch fehlt mir hier eine mehr dunkle braune Farbe. Aber ich denke doch, ich habe geschafft, einigermaßen ja, mehr dunkel machen in diese Kombination Rot und Braune. Ja, so gefällt mir. Diese mit Schimmer. Dann hier bis nach vorne. Diese wunderschöne Pfirsichfarbe. Nochmal hier verblende. Nochmal intensive. Unten. Um sauber zu verblenden, nehme ich das hellste Farbe Matte aus der Palette und Pinsel zum Verblenden. Okay. Welche Farbe? Okay, nehme ich Rosé-Farbe aus dieser Highlighter-Palette und trage in meine innere Winkel auf. Probieren wir noch Champagner-Farbe, mehr Akzent machen. Das macht natürlich optisch Augen mehr offen. Wo ist meine Dekolleté? Ich habe mir so geplant, heute diese Bluse zu tragen. Na, was sagt ihr dazu? Ich bin zufrieden. Hallo? Ich bin sehr zufrieden. Mega. Oh mein Gott, es gibt es nichts Besseres, als wenn eine YouTuber hat beim First Impression wunderschöne Make-up-Look kreiert und davon noch zwei Stück, zwei verschiedene Augen und sind beide meiner Meinung nach sehr schön geworden. Also, diese Lidschattenpalette ist Bombe, gefällt mir. Dieser Highlighter muss nicht unbedingt sein. Natürlich, es ist meine Meinung. Dieses Serum ist es überhaupt nicht mein Ding. Ich habe auf Wasserlinie beim blauen Auge von Essence Augenkajal Long Lasting Eye Pencil in die Farbe. Steht übrigens 10 Stunden plus Waterproof, muss man ein paar Mal tatsächlich aufbauen, dann hält tatsächlich. Gefällt mir. Vegan Produkt, versuche ich Zeit jetzt gewinnen, weil die Farbe, wo bist du? Tuturolose. Tuturolose? Okay, das ist, ich denke, das war Farbenname. Wunderschöne zum diese intensive Augen-Make-up. Seht ihr? Da muss man ein bisschen noch aufbauen, weil eine Schicht wurde sehr schnell, bevor es wird fest, wurde sehr schnell mit Tränen in die Augen, wird dann ein bisschen verschwinden. Mascara habe ich benutzt, eure Lieblings von L'Oréal Paradies, meine auch. Ich denke, ich könnte euch ein bisschen hilfreich sein heute. Ich hoffe, deswegen würde mich richtig freuen auf eure Daumen nach oben für dieses Video und natürlich eure liebes Kommentar und wenn ihr wolltet, macht ihr das gerne, abonniert meinen Kanal, unterstützt mich damit, mein YouTube-Kanal weiter wächst mit euch zusammen, es macht natürlich auch sehr viel Spaß. Dankeschön für alles, für eure Aufmerksamkeit, dass ihr dabei war und dann bis zum nächsten Mal, eure Nathalie. Ciao.